meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Mich hat ein bisschen das Weltraumfieber gepackt und deswegen habe ich mich inspirieren lassen von der lieben Olga Sowi. Ihr kennt sie bestimmt alle. Ich verlinke sie euch trotzdem unten in der Infobox. Und wir möchten heute ein Weltall schaffen mit zwei Planeten, die aufeinandertreffen. Zumindest habe ich das Bild so im Kopf. Drückt mir die Daumen. Ich werde mein Bestes geben, das so umzusetzen. Ich habe hier schon tolle Farben vorbereitet. Wir arbeiten heute mit den Amsterdam-Farben. Und jetzt würde ich sagen, reden wir nicht mehr lange rum. Starten wir direkt rein ins Video. Also, ich möchte meinen Hintergrund heute sehr dunkel halten. Deswegen beginne ich mit Schwarz. Was nie fehlen darf in meinen Bildern, ist mein Lieblings-Prussian Blue. Als nächstes nehmen wir Primary Magenta. Reflex Orange von Amsterdam, super coole Farbe. Nur ein ganz kleines bisschen. Nun möchte ich noch ein paar Blautöne einarbeiten. Wir haben hier Fallandblau, Türkisgrün, Skyblue, und ein ganz kleines bisschen Gold möchte ich. Muss ich gleich gucken, ob mir das Ganze nicht zu farbenfroh ist. Wenn dem so ist, werden wir noch ein ganz kleines bisschen Prussian Blue nachlegen. Nun, ich beginne, den Hintergrund auszustretchen. Ihr seht hier, die Farben dürfen sich schon mischen miteinander. Das ist mir viel zu leuchtend. Ich gebe noch ein bisschen Schwarz nach. Ah, wie ihr seht schon, ich meine, das sieht echt cool aus. Dieses Reflex Orange kann ich euch gerne verlinken unten in der Infobox. Das ist eine Hammerfarbe. So. Ja, das wollen wir sehen. Ich stretche noch einmal, dass wir eine schöne glatte Oberfläche bekommen. Wir beseitigen einmal unsere Luftbläschen in unserer Basefarbe. Jawohl. Ihr könnt hier schon echt gut erkennen, wie schön der Farbverlauf geht. Genauso habe ich mir das vorgestellt. So, was brauchen wir für unsere Planeten? Ich werde heute meine Kuchenformen zweckentfremden. Ich bin nicht die größte Bäckerin. Dafür liebe ich es, kreativ zu sein. Habt ihr bestimmt auch zu Hause. Ich nehme einfach zwei so Springformen. Und nun, in meinem Kopf ist es so, dass sich die zwei Planeten treffen sollen. Jetzt muss ich nur gerade mal schauen, wie sich das hier ausgeht. Jawohl. Ich würde sagen, ungefähr so. Jawohl. Okay, wie ihr seht, habe ich jetzt meine Kuchenformen hier aufgelegt und nun kommen wir zum spannenden Teil. Ich beginne mit Titanium Weiß. Mein Titanium Weiß ist 1:1:2 mit Floetrol und Wasser gemischt. Und damit beginne ich hier meine Halbkreise auszufüllen. Genau, ihr könnt es hier ganz gut sehen. Mein Titanium Weiß sinkt nicht in die Basefarbe, das ist sehr gut. Und nun können wir uns tatsächlich ein bisschen austoben.
Welche Farben haben denn die Planeten? Vielleicht sind sie auch Fantasieplaneten. Das können wir halten, wie es uns gefällt, wie wir wollen. Können die Farben verwenden, die wir lieben. Ich für meinen Teil liebe Primary Magenta. Das wisst ihr schon aus meinen anderen Videos. Es darf tatsächlich in keinem meiner Videos fehlen. Apropos andere Videos, meine Lieben, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, vergesst bitte nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ich mache hier immer tolle Experimente, probiere die verschiedensten Techniken aus. Selbstverständlich würde ich mich freuen, euch in der Familie begrüßen zu dürfen. So, auch hier nehme ich ein bisschen Reflex Orange. Noch ein bisschen Türkisblau. Ihr seht, ich tobe mich heute richtig aus. Wir werden da gleich mit dem Haartrockner drüber gehen. Es gibt einen super schönen Effekt, wenn wir das hier ein bisschen farbenfroh halten. Wichtig ist nur, wenn ihr diese Technik macht, versucht wirklich den vorderen Halbkreis auszusparen mit eurer Farbe. Das sollte wirklich weiß bleiben. So, noch ein bisschen Skyblue. Genau. Und ein ganz kleines bisschen Rosa brauchen wir noch. Also ihr seht hier, ich gehe hier nur mit dem Spatel rein. Ihr braucht nicht so viel Farbe. Wir haben mehr als genug hier auf unserer Leinwand. Jawohl, sehr schön. Und was für meine Planeten nicht fehlen darf, ist ein kleines bisschen Gold. Ich liebe dieses Rich Gold von Amsterdam. Das ist so eine schöne Farbe. Auch hier gehe ich einfach mit dem Spatel drauf. Ihr seht, wie schön zähflüssig die Farbe ist. Ich muss mir hier gar nicht große Mühe geben. Und dann haben wir auch schon genug. Okay, meine Lieben, jetzt können wir uns austoben. Wir brauchen unseren Haartrockner. Und nun ist es wichtig, dass ihr von innen nach außen blowt. Ihr werdet gleich sehen, warum. Drückt mir die Daumen, das ist manchmal ein bisschen tricky. Ich werde mein Bestes geben für euch. So weit, so gut. Es ist unglaublich, wie viele Zellen sich hier gebildet haben. Ich habe keinerlei Zusätze, weder Silikonöl noch irgendeinen anderen Zellaktivator in meinen Farben. Aber dieses Weiß von Amsterdam, dieses Titanium White, das geht nicht bei jedem. Mit Wasser gemischt, schenkt euch das. Gut, jetzt habe ich hier gesehen, ich muss hier noch ein kleines bisschen nachjustieren, bis wir einen schönen runden Kreis behalten. So, genau. Das könnt ihr selbstverständlich immer wieder nachtragen. Ihr seht hier auch ein kleines bisschen von unserer Farbe tritt raus aus den Kuchenformen. Das ist überhaupt nicht schlimm, das ist kein Weltuntergang.
Okay, meine Farben sind genug ausgeblasen. Nun möchte ich mir noch mit meinem Pinsel ein paar Sterne zaubern. Es wäre doch kein Weltall ohne Sterne. Dazu nehme ich mir einfach ein ganz kleines bisschen von meinem Titanium White. Und jetzt hier gilt wirklich ein bisschen Vorsicht. Ich mache es immer so, ich klopfe den Pinsel auf meine Handfläche ab. Und es funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ich brauche da auch wirklich gar nicht viel Farbe. Ich tippe nur einmal mit der Pinselspitze rein. So. Also gut, jetzt kommen wir zum spannenden Teil. Nun ist es an der Zeit, dass wir unsere Kuchenformen entfernen. Wie gesagt, seid nicht enttäuscht, wenn ihr keine perfekte runde Form zusammenbekommt. Ich glaube, das wird es bei mir auch nicht. Allerdings könnt ihr das immer nachjustieren, sobald euer Hintergrund getrocknet ist. Also, ich mache es mit einer kreisenden Bewegung, schnell und schmerzlos. Ups. Schnell und schmerzlos. Okay, ihr könnt hier schon erkennen, mein Gott, ich finde, das sieht super cool aus. Jetzt möchte ich hier noch einmal kurz meine Air Bubbles rausmachen. Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe gar nicht gerechnet damit, dass wir so viele Zellen kriegen, aber ich finde es echt fantastisch. Okay, das hat sehr gut geklappt. Ihr seht, unsere schöne runde Form haben wir trotzdem beibehalten. Wie sich die Farben verhalten, ist unglaublich. Es ist nichts verloren gegangen. Wir sehen hier unser Primary Magenta, unser Gold, unser Pink. Ich finde, wir haben einen tollen Weltraum geschaffen. Mir fehlt tatsächlich überhaupt nichts an diesem Bild. Es sieht sehr spacig aus. Nun denn, meine Lieben, ich bin am Ende des heutigen Videos angelangt. Wenn es euch genauso gut gefällt wie mir, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Vergesst nicht, mir ein Abo dazulassen für künftige Videos. Und dann danke ich euch ganz herzlich fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut!